Ein weiteres Mitglied des Ibiza-Untersuchungsausschusses, David Stöckmüller, die Grünen, ist am Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerinnen und Minister, sehr geehrter Herr Finanzminister Blümel, ich habe mir lange überlegt, was ich heute sagen will, und meine Redezeit, habe ich gesagt, werde ich Ihnen widmen, weil in aller Offenheit, wir haben ja schon mehrmals miteinander zu tun gehabt hier am Podium, und mein Vertrauen zu Ihnen ist immer weiter erschüttert worden in den letzten Monaten und Wochen. Zum einen durch Ihr Verhalten im Untersuchungsausschuss, wo Sie nicht nur Ihre Erinnerungslücken und auch Stehsätze immer wieder uns berichtet haben, aber natürlich auch durch die Inhalte der SMS und Nachrichten, die zur Postenbesetzung von Thomas Schmidt und der ÖBAG geführt hat. Und jetzt haben Sie noch etwas draufgelegt. Sie haben sich geweigert, einer Anordnung des Verfassungsgerichtshofs nachzukommen, die Sie verpflichtet hat, dem Untersuchungsausschuss, uns Abgeordneten, die für die politische Aufklärung in diesem Haus, im österreichischen Parlament zuständig sind, den nötigen Akten auch zukommen zu lassen. Sie haben sich einfach geweigert. Dafür gibt es keine Ausreden. Sobald der Verfassungsgerichtshof entschieden hat, hätten Sie diese liefern sollen. Punkt. Auch die Bilder von den Kisten, die ausgeladen wurden, die vor dem Parlament irgendwo hingebracht worden sind, vor der Registratur, das wird uns in Erinnerung bleiben. Das ist ein Bild, das uns hängen bleibt. Und das stellt auch einen Tiefpunkt in dem im Parlamentarismus klar dar. Und natürlich kann man froh sein, dass auch derartige außergewöhnlichen Fälle, wie sich hier dargeboten hat, die Bundesverfassung vorgesorgt hat und sogar mit einer Exekution droht. Zum Glück ist es, ich glaube, Frau Maurer schon gesagt hat, nicht so weit gekommen. Dafür auch danke dem Bundespräsidenten dafür, für seine mahnenden Worte, an die Sie anscheinend auch erst gebraucht haben, damit Sie auch tätig werden. Und ich finde dieses Verhalten ganz ehrlich gegenüber dem Parlament und dem Rechtsstaat spricht Bände, Herr Blümel. Und Sie dürfen sich nicht wundern dadurch, dass unser mein Vertrauen gegenüber Ihnen dementsprechend tief erschüttert ist. Und das betrifft nicht nur Vertrauen hier im Haus, sondern auch das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger da draußen. Sie versuchen durch dieses Verhalten unsere Arbeit im Untersuchungsausschuss zu erschweren. Und ich möchte hier abermals klarstellen, dass dieser Untersuchungsausschuss nämlich großartige Arbeit leistet. Und das kann man nicht oft genug erwähnen. Weil die Taktik ist schon, wenn ein Untersuchungsausschuss nicht die Ergebnisse, die man gerne liefert haben möchte, nicht bekommt, dann wird er schlecht gemacht. Und genauso wie die Justiz, sie wird einfach schlecht gemacht. Und klar gefällt der Untersuchungsausschuss zur mutmaßlichen Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung nicht allen Parteien hier im Parlament. Und dementsprechend wird er auch angegriffen von allen Seiten. Aber das ist nicht tolerierbar. Aber dieser Untersuchungsausschuss hat sowohl, was den türkisen als auch den blauen Teil der ehemaligen Bundesregierung angeht, sehr gute Erkenntnisse, klare Erkenntnisse geliefert. Ich erinnere Sie zum Beispiel an das typische Beispiel, das Verfahren des ehemaligen blauen Vizekanzlers HC Strache zu dem mutmaßlichen Gesetzeskauf rund um die Brickgraf. Ja, auch die FPÖ ist Teil dieses Korruptionsnetzes. Die will ich jetzt gar nicht außen vor nehmen, weil sie sich jetzt als sauber Partei jetzt hinstellen, aber es ist trotzdem ein Punkt, auch, wie gesagt, sie sind ein Teil dieses Netzes. Sie haben halt nicht so viel genug Zeit gehabt, dass sie halt das auf Touren bringen und auch dementsprechend ihre Posten besetzen und die Vereine installieren. Aber sie sind trotzdem Teil dieses Netzes. Und auch hier ist jetzt die Justiz am Zug. Aber eines ist klar, ein Untersuchungsausschuss ist keine Wohlfühloase, sondern das parlamentarische Gremium, in dem politische Kontrolle passieren und eben auch daraus politische Verantwortung eingefordert wird. Und klarerweise gibt es dort auch Reibungspunkte. Und eines muss ich noch erwähnen, weil das ja immer wieder kommt und es mich extrem stört, die Stimmung im Untersuchungsausschuss, die Sie immer so brüskieren, gerade der Herr Kollege Hanger immer wieder. Aber ich möchte schon eines feststellen, die haben Sie, Ihre Fraktion auch, halt auch zum Großteil selbst zu verantworten und mitzuverantworten. Da brauchen Sie sich nicht aus der Verantwortung stellen. Das möchte ich auch in aller Klarheit auch einmal sagen.
Wir lassen uns hier sicher nicht das Kontrollinstrument und einer der hart erkämpften und wesentlichen Säulen des gelebten Parlamentarismus, einer davon, der für es gekämpft hat, ist der Werner Kogler, by the way, nämlich den Untersuchungsausschuss schlecht machen. Nein, das werden wir nicht. Und ja, gute Erkenntnisse geliefert, ausgearbeitet und auch effizient gearbeitet. Und genau das ist einer der Gründe, warum wir Grüne uns weiter dafür einsetzen werden, für saubere Politik, für den Rechtsstaat. Und es gibt noch mehr Gründe. Denn ja, der Untersuchungsausschuss ist in Höchstform. Da kommt noch viel mehr ans Tageslicht, das wissen Sie auch. Und zum anderen werden wir uns Grüne schützend vor diesen Rechtsstaat stellen, der jetzt von allen Seiten angegriffen wird. Hier muss die Justiz unter der Ministerin Sadic unabhängig und weisungsungebunden arbeiten können. Das muss garantiert werden und garantiert sein. Und das garantieren wir auch als Grüne. Da wird nichts zerschlagen, da wird nichts vertuscht, da wird ermittelt und gearbeitet. Es braucht jetzt eine selbstbewusste Justiz und darüber werden wir uns ebenso wie für saubere Politik auch einsetzen. Dankeschön. Betont David Stöckmüller von den Grünen. Er ist zusammen mit Nina Tomaselli Mitglied im Ibiza-U-Ausschuss, wie auch Stefanie Crisper von den NEOS.